Hallo, in diesem Video sehen wir uns das und das genauer an. Das ist das Buch, das ich gekauft habe. Ich denke nicht, dass Lernen immer einfach ist. Manche wissen, dass das Lernen wichtiger ist als das Schlafen. Ist das Problem, von dem dir das Mädchen erzählt hatte? Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird. Und noch einmal mit Erklärung. Das heißt hier dieses, Demonstrativpronomen, ist das Buch. Das ist hier ein Artikel. Das ich gekauft habe. Das ist hier ein Relativpronomen. Das ist das Buch, das ich gekauft habe. Denke nicht, dass Lernen immer einfach ist. Das ist hier eine Konjunktion. Manche wissen, dass das Lernen, das ist die Konjunktion, das von das Lernen, der Artikel, wichtiger ist als das Schlafen, das ist wieder ein Artikel. Ist das Problem? Das erste das ist das Demonstrativpronomen, also dieses, das zweite der Artikel, von dem dir das Mädchen erzählt hatte, das Mädchen, Artikel. Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird. Das mit zwei S, Konjunktion, das entspricht dieses, also Demonstrativpronomen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.